soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Das ist übrigens die Uhr von Server, die er damals zum Geburtstag bekommen hat. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. So, hier kommt schnell gleich wieder hier ein optionales Gespräch. Komisch, dass Sie uns die Arbeit überlassen. Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. So, das war Nummer 1. Was man sich hier schnappen kann. Und dann gibt es hier eigentlich noch etwas. Na los. In dem Raum, ich muss es nur finden. Ja, genau, auf dem Tisch. Da ist noch ein Artefakt, eine Notiz. Tess-Liste. Gut, man merke, also es gibt hier zwei Sachen. Einmal das optionale Gespräch am Fenster mit Tess und die Notiz auf dem Tisch. Dann müssen wir jetzt gucken, wo sind die beiden hin? Die sind hier hinter. Gehen wir zum Generator, den wir erstmal anstellen müssen. Na, willst du nicht? Oder bin ich gerade... Ah, nee, vergiss es. Ja, ich habe eine Weile nicht gespielt. Merke ich gerade. So. Auf geht's. Das Ding hat Strom. Da können wir jetzt nach unten. Jetzt muss ich den Knopf drücken. Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles so, einmal kurz unten und dann mal gucken, was es hier raus, so Schönes gibt. Ja, sicher. Nehme ich das nächste kleine Artefakt. Die Patrouillenroutenkarte. So. Ist nicht so, dass die uns jetzt wirklich viel bringt. Yay. Aber nice to have. Jedenfalls dann, wenn man hier sammeln will. Gut, machen wir uns mal weiter. Wir sind jetzt auf dem Weg nach draußen. Wir müssen jetzt Ellie quasi raus aus der Stadt bringen. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Und zu den Fireflies, die irgendwo außerhalb sind. Weit außerhalb. Und das ist jetzt unser nächstes Ziel. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Tja, mittlerweile ist es okay. Auch nachts. Es ist ein bisschen regnerisch, aber das würdet ihr wahrscheinlich gerade selber sehen. Komm, Kleine. Bis jetzt läuft noch alles gut, alles nach Plan. Keiner will sich hier irgendwie beschweren. So, Joel kann mal... Nein, kann nicht aufstehen, wir müssen nämlich hier durch. Ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen.
Tja, Neuland für Ellie. Sie war lange nicht mehr draußen, wenn sie denn überhaupt schon mal draußen war. Außerhalb der schützenden Mauer und der Quarantänezone. Zone. So. Tja, für Joel und Tess ist das wahrscheinlich alles nicht neu. Man beachte übrigens die beiden Türme. Man kommt ihnen jetzt wirklich nahe. Die beiden zusammengekippten. Und ansonsten hier draußen nichts weiter, was von uns wichtig und von Interesse wäre. Im Gegenteil. Bam. Los, keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du kennst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. So, viel zu viel rohe Gewalt natürlich jetzt wieder. Ich hoffe, das gucken keine Kinder, die unter 18 sind. Ja, natürlich wird das passieren. Hier. Ist auch immer schön, wenn man den Online-Modus dann spielt und dann irgendwelche 12-Jährigen dabei hat. Es ist ja so ein bisschen zum Abgewöhnen. Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Aber egal, wir sind hier in der Hauptstory und die Online-Kampagne will ich gar nicht so sehr zocken. Ich erkläre es lieber schnell. Seht mal her! Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. So, wir müssen fliehen, denn der Nachhut der Patrouille, die wir gerade alle getötet haben, ist eingetroffen. Das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen, ja, das Weite suchen und am besten nicht gesehen werden und dem Lichtkegel ausweichen. Weichen? Ja, genau so. Das hat gerade super funktioniert. Deshalb rennen wir jetzt hier einfach mal schnurstracks durch und springen und ducken uns. Übrigens, wer eben nicht aufgepasst hat, weil ich dazwischen geredet habe, Ellie ist infiziert, beziehungsweise sie wurde gebissen, allerdings ist das schon 3 Wochen her, das heißt, sie hätte sich schon längst verwandeln müssen, ist allerdings nicht passiert, also kann man davon ausgehen, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt, beziehungsweise zu sehr stimmt. So, ich renne mich hier durch die Rohre, die Kanalisation. Muss ich gerade selber finden, wo der Ausgang war. So. Noch ein Stück. Soweit ist es, glaube ich, nicht mehr. Nein. Ist es auch nicht. So. Ich glaube, ich wollte hier sogar hin. Ich muss nochmal gucken, dass ich hier wirklich richtig laufe. Ja, genau. Also in diesem kleinen Kapuff, in diesem Seitenarm, wo ich eben so reingelaufen bin, gibt es nämlich ein Scherenteil. Und jedes kleine Stück, was wir hier sammeln können, ist essentiell für uns. So, ich will übrigens nicht sagen, dass ich alle Teile finde oder finden werde, die es im Spiel gibt. Ich hoffe nur, dass ich die meisten finde. So. Jetzt müssen wir da hoch. Wir sind übrigens noch nicht in Sicherheit. Will ich hier mal klarstellen. Ich sollte auch die Lampe mal ausmachen. Ja, sag ich doch, wir sind nicht in Sicherheit. Da drüben sind nämlich immer noch genug andere.
Wachposten. So, wir rennen jetzt einfach mal ganz schnell hier hoch, 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 hoch. So. Jetzt kommen wir langsam in den sicheren Bereich. Hier folgen sie uns eigentlich nicht mehr. Wir gucken hier nochmal schnell. Na, du sollst hier nicht ducken, aber es ist nach draußen. In die Schubladen hier. Ja, wer Glück hat, der hätte hier auch was dran gefunden. Ich habe das Glück jetzt leider nicht. Bei mir ist es leer. Aber was soll's, wäre mir wenigstens das andere Scherenteil. So, die Mädels sind in Sicherheit, sie sind bei mir. Und dann wollen wir uns jetzt mal durch das Tor hier raus machen. So. Aber auch hier sind wir natürlich weit davon entfernt, in Sicherheit zu sein. Wir müssen jetzt nämlich hier quasi einmal direkt durch auf die andere Seite dieser verlassenen Straße. Also einmal an dem Polizisten quasi vorbei. Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Ja, gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Das sind so viele Tests. Oh Mann. Können hier nochmal reingucken, aber es war umsonst. Oh Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch sie abzulenken. Okay. So, wir müssen aufpassen. Nicht, dass sie von draußen und von drinnen so einer ist schon. Da sind mehr Lichter. Mist. So, er hat sich für eins entschieden. Dann ab durch die Mitte. Wir tun uns das hier gar nicht erst großartig an. Versuchen hier irgendwie zu kämpfen. Wir rennen einfach hier durch. Ohne Munitionsverlust, ohne Waffenverlust und ohne Lebensverlust. Einfach durch, durch, durch. Wenn Joel jetzt noch hier runter geht, ist alles super. Ja, er geht hier runter. Einmal frei. So. Einmal Licht. Und einmal willkommen in der Sicherheit. Wo sind meine Mädels? Da. Danke. Schön, dass ihr auch noch kommt. So. Gut. Alle beisammen, alle wieder da, alle vereint, alles schön. Damit haben wir das Gröbste geschafft. Ja, sieht gut aus. Und, wenigstens regnet es hier nicht. Jo. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach ein Stückchen weiter. Jetzt ist die Taschenlampe natürlich ganz wichtig. Es ist stuckeduster, so duster, so duster. Man würde vielleicht ohne Taschenlampe noch was sehen, aber das wäre dann nicht viel. Wenn man die falschen Fernsehereinstellungen hat, dann wahrscheinlich noch viel weniger. So. Dann könnte man, so wie ich, hier nochmal die Schränke abklappern. Und eventuell auf Teile treffen. Das tue ich aber gerade. Wer hätte es gedacht? Nicht. Vielleicht sind die aber auch keine, ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich selber erstmal gucken, wo ging's lang. Naja, durch das kleine Loch. Mist, Mist, noch mehr Soldaten. Ja. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und... Aber hier unten sehen sie uns nicht. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Beziehungsweise, es war nie eingeplant, dass man uns sehen könnte hier unten. Von daher muss sich niemand Sorgen machen, hier entdeckt zu werden. So. Wir gehen dann gleich da raus. Aber gucken uns vorher erstmal hier hinten noch um. Und zwar hier links. Genau. Dann haben wir hier ein paar Spinte. Mit denen tatsächlich was drin ist. Nein. Sie sind noch da. Oh, was gibt hier noch? Ja, noch mehr Schränke. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Nochmal Schränke? Nein, 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 nein. Aber Teile. Teile sind gut. Ja, wer das Spiel nicht kennt und sich fragt, für was ich hier Teile einsammle, mit den Teilen kann man dann später die Waffen und so aufrüsten. Aber das glaube ich, habe ich auch schon mal im letzten oder vorletzten oder überhaupt in irgendeinem Video erklärt. Aber bis wir an diese Werkbanken kommen, dauert es doch eine Weile. Noch eine ganze Weile. Gut, alles was ich sammeln könnte, habe ich jetzt hier glaube ich auch gesammelt.
Dann wollen wir jetzt hier mal weiter gucken. Tess, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. So. Oh, warte, warte. Ja, die machen jetzt hier einen Abflug. Lot. Weiter. Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Der gute Skull, der gute Joel schaut der ganzen Sache noch sehr, sehr skeptisch entgegen, was natürlich auch irgendwie verständlich ist. Wir sind jetzt aber auf jeden Fall außerhalb der Quarantänezone. Oh Gott, ich hab voll den Lispelsprachfehler. Und stehen jetzt quasi direkt vor diesen riesengroßen Gebäuden, die zusammengekracht sind. Eigentlich ist das echt ein wunderschönes Bild, finde ich. Das haben die echt, sieht echt, das ist super. Sehr beeindruckend. So. Ja, das ist jetzt quasi so ein Stückchen alter Highway. Wir können jetzt mal hier den Mädels zu folgen. Wupp. Der gute Joel rutscht hier ein bisschen ab. Das ist schlecht. Ansonsten. Die Taschenlampe. Hilft uns hier gerade nicht so viel. Ja, so sehen die Häuser von nah aus. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantänezonen wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Tja, es regnet ganz schön. Die drei werden gerade ziemlich nass. Aber ganz schön heftig, ja, was in 20 Jahren alles so passieren kann und wie das alles so verrotten kann. Heftig, heftig, heftig. Na ja, gut. Gucken wir mal, ob hier irgendwas Schönes ist. Was man sammeln könnte. Habe ich den Anschluss verloren? Wo sind die beiden denn? Ich habe wirklich den Anschluss verloren, glaube ich. Aber ist nicht so schlimm. Wir werden die beiden schon wieder finden. Ah, da sind sie ja. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Wir dürfen allerdings nicht so vorpreschen, weil es hier eigentlich auch Sachen gibt, die wir sammeln können. Könnten.
ich gucke hier nochmal runter. Auf die andere Seite. Mach das ruhig auch mal, denn es gibt hier Sachen zu sammeln. Auch diese Pflanzen in diesen komischen Blumentöpfen sind sammelbar und ich weiß gerade selber nicht, für was sie gut waren, aber sie sind gut. Man braucht sie. Ich glaube, damit kann man Eigenschaften. Ich glaube, das war ja doch für die Eigenschaften von Joel und Ellie, um die so ein bisschen aufzurüsten. Gut. Ist egal, auf jeden Fall, merkt euch, sammelt Pflanzen, die man sammeln kann. So, das war das. So, wie geht's weiter? Müsste hier irgendwie noch was sein. Ja, genau, da ist er. Die Artefakte sind teilweise echt gut versteckt, die sieht man ja nicht, ne? Der Evakuierungsleiter müsste man schon wissen, beziehungsweise sehr genau gucken, wo hier was ist, damit man das alles findet und sieht. Huch. So, was gibt es hier noch? Sonst erstmal nicht so viel. Ihr könnt hier rein. Aber das wird euch nicht so viel bringen. Flup. Einmal rausgejumpt. Ja, okay, eine Flasche brauche ich nicht, weil Flaschen habe ich. Dann gucken wir mal zu dem LKW. Ihr könnt hier nämlich auch noch rein. Und da findet ihr Teile drin. Very nice and very important. Gut. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts. Das war ja auch schon ganz gut, was wir gesammelt haben. Da hinten ist die sichere Zone. Da hinten. Aber wir müssen ja in die andere Richtung. Die ganz andere Richtung. Wir stehen jetzt genau zwischen den beiden zusammengekippten Gebäuden. Hans, schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Wir müssen zum Rathaus, da hinten hin. Wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Ja, ziemlich tief. Aber keine Sorge, wir müssen ja auch nicht da runter. Wir gehen ja einen anderen Weg. Wir werden nämlich durch das Gebäude hier gleich gehen. Was so beeindruckend da rein steht. Lassen wir einfach diese kaputte Stadt noch mal einen Moment auf uns wirken. Die drei. Man könnte jetzt ein Gruppenfoto machen, aber ich habe den Fotomodus wieder ausgestellt, weil er mich doch etwas angenervt hat. Stattdessen werden wir mal gucken, dass wir jetzt hier zu Potte kommen. So, gehen wir einfach mal hier durch. Ihr hättet auch hier daneben durchgehen können, das ist egal. Dann gehen wir gleich hier rein. Aber vorher laufen wir mal noch ans Ende. Zu den niedlichen Bäumchen. Bewaffnen uns mal mit einem Stein. Und gucken uns diesen Baum an. Nein. Weil, schau mal, guck, da hängt was. Und ich hoffe jetzt sehr, dass ich mit dem Stein dagegen treffe. Und das Ding runterholen kann. Na. Yes. Und dann kann man sich den nächsten Firefly-Anhänger holen. Ohne Munition verschwendet zu haben. Und netterweise gibt es gleich den nächsten Stein wieder dahinter. So, ist das ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Super. Und damit können wir jetzt in das Gebäude hineingehen. So. Hey, Tess! So, und auch hier heißt es, sich die Büroräume noch mal ein bisschen anzugucken. Ja, einmal noch meine Taschenlampe wieder freischütteln, damit sie funktioniert. So, jetzt müssen wir uns so ein bisschen durch das Gebäude bewegen, schleichen. Hier ist das nächste optionale Gespräch. Wurde zerfetzt. Ja. Die
Die Leiche ist noch frisch. Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Eigentlich liegt da Munition auf dem Boden, aber ich kann sie scheinbar nicht einsammeln. Ist dann wahrscheinlich leer. Und ansonsten... ja, nicht so viel, was uns interessiert hier. Der interessante und spannende Teil kommt ja aber auch erst noch. Später. Gleich. Dann gucken wir mal hier rein. Hier haben wir nämlich nochmal Teile drin. In diesem... ja, wie will man es nennen? Büro. Wenn es denn eins war. Vielleicht war es auch ein Besprechungsraum. Was immer es war, wir werden es nicht mehr erfahren, glaube ich. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal nach oben. Hier kriegen wir jetzt gleich unsere neue Waffe. Noch einer. Mist. Oder doch nicht? Wir kriegen auf jeden Fall in diesem Gebäude noch eine zweite Waffe. Ach nee, stimmt, die kriegen wir später. Aber wir kriegen sie. Auf jeden Fall kriegen wir sie. So. Und dann haben wir hier erstmal nichts. Dann können wir hier nach oben nochmal gucken. Da ist allerdings abgesperrt oder beziehungsweise zugemüllt. Da kommen wir nicht weiter. Auf dieser Etage. The Goldstone Building war es mal. So. Nochmal schnell ein allerletzter prüfender Blick. Aber nein, nein, nein. Hier findet Joel nichts mehr. Gut. Machen wir uns weiter. Wir müssen jetzt eh durch die andere Tür. Durch die Tür. So. Verdammt. Klicker. Oh Mann. Was ist mit dem Gesicht? Wir werden gleich die nächste Gegner-Type kennenlernen. Die Klicker. So gut wie. Ganz, ganz nette Gesellen. Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. Einer meiner besten Freunde im ganzen Spiel. Vor allen Dingen, wenn sie in Gruppen auftauchen. Oder am besten sogar noch mit Wannern zusammen. Gut. Ist aber auch erstmal egal. Wir müssen jetzt hier weiter. So. Sind noch auf Etage 5. Kämpfen uns hier immer noch durch die Büros. Dann gucken wir mal, was in der Schublade drin ist. Ob da was drin ist. Und nein, es ist nichts da drin. Runter können wir übrigens nicht. Die Programmierer haben uns hier einen Schutz eingebaut, sodass wir nicht nach unten springen können. Was ich auch sehr sinnvoll finde, wobei es mich nicht gestört hätte, wenn man diese Option gehabt hätte. Ist auch egal. So, hier haben wir dann noch ein bisschen Pillen im Regal, ganz wichtig. Kopf runter. So. Ansonsten hier nichts. Einmal hier rüber, in den nächsten Bürotrakt. Da kann man sich hier die Kabinen angucken. Ja, es bebt draußen noch. Das Gebäude ist vielleicht nicht hundertprozentig stabil, aber es hält uns aus. Es passiert uns hier dadurch zumindest nichts. Ach, sehr übergroßer Ventilator. Tischventilator. Muss sehr warm in diesem Büro gewesen sein. Ansonsten hier Klebeband, super. Und sonst irgendwas? Nein, nein, nein. Auch nichts. Och, guck mal, da hat jemand Zeichnung von seinen Kindern an die Wand gemacht. Ja. Und ein Bild von Mann, Frau, ich weiß es nicht, der Lichtkegel blendet ein bisschen und ohne Licht sehe ich es erst recht nicht. So, warum auch? Nein, falsches Menü. Ja, wie war das überhaupt? Ah, sowas. Dann stellen wir mal eine neue Klinge her, ein neues Messer. Und das sind die Fähigkeiten, die ich ausbauen kann, indem ich diese Pillen sammle. Die gibt es dann quasi in Pillenform oder die besagten Pflanzen. Aber ich habe gerade mal 10, was echt traurig ist, dass es gerade mal 10 sind. Und ich noch so viel mehr Pillen brauche. Ansonsten haben wir hier alles schön durch.
Ich habe 29 Teile übrigens. Habe ich gerade gesehen. Steht da unten 29 Teile. Sehr schön. Wunderschön. Egal. Wir machen uns weiter. Durch das Gebäude, dessen Namen ich spontan schon wieder vergessen habe. Hilf mir hier mal. Wow, wow, wow. Darf ich vorstellen? Klicker. Blind wie Sau, aber ein saumäßig gutes Gehör. Danke. Bitte. Bist du okay? Nichts passiert. Nichts passiert. Ja. Guter Plan, Tess. Wir suchen weiter nach Vorräten. Oh, das war heftig. So, da haben wir eine Benzinfeuerflasche. Auf jeden Fall eine Flasche. Flüssigkeit. Brauchen wir, nehmen wir dankend an. So, ja, Tess. Wie gesagt, Tess ist am Anfang noch so schön, nett und... Achso, wir müssen das herstellen. Oh. Gibt uns so einige Sachen, die wir brauchen. Ja, wollen wir uns auch mal gleich verarzten. Also gerade was Medikits angeht und so. So, da sind wir in dem Bereich hier durch. Wollen wir mal nach draußen gucken? Man sieht nicht viel. Wie auch, ist ja kein Schwein unterwegs, kein Licht, kein Strom, kein nichts. So. Das war die erste von den geheimen Türen. Oder nicht geheimen Türen, aber die Türen, die man mit einem Messer öffnen muss. Das Problem dabei ist, dass man ein komplettes Messer verbraucht. Jeweils im Moment noch. Kann sich ja später dann hochrüsten, dann ist es etwas einfacher. Allerdings hat man nicht immer so viel Messer. Und ich gehe auch gerade davon aus, dass ich halt gerade wegen dieser Türen, weil ich Messer brauche, ich halt zweimal spielen werden muss. Unter anderem, um mir wirklich alles aufzurüsten, um zu bauen und zu sammeln. So, dafür gibt es in diesen Räumen, die man mit diesen Türen öffnet, mehr und sinnvollere Sachen als normal. Auch wenn jetzt hier die Ausbeute nicht so gigantisch war. Aber was soll's. So, zwei Messer habe ich aber noch. Kann ich gut mitleben. So. Ansonsten würde ich mal sagen, die Flasche werden wir nicht brauchen. Ich nehme lieber den Stein. Und dann haben wir hier auch der Seite erstmal ein bisschen was. Machen wir, dass wir hier wegkommen. So, da geht's nicht lang. Oh Mann. Hier müssen wir mich da hoch. Werden wir auch gleich einen Angriff nehmen. Werden wir nochmal kurz gucken. Leere Schublade sind gute Schubladen. Hahaha. Ansonsten. Top Firm über 2013. Das war das Jahr, in dem das Spiel ursprünglich rauskam. 2013. Da oben. Scheiße. Geh mir da hoch. Ich sehe mich um. Ja, dann müssen wir jetzt da hoch. Wo unser kleiner Freund hier hängt. Mal sehen, ob es da weitergeht. So, dann wollen wir auch mal da hoch. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Ah, die Kleine muss das vor, okay. Dann machen wir hinne. So, dann kann der Papa Joel auch hinterher gleich. Na? Komm, Große. Na los. So, jetzt müssen wir leise sein, weil wir haben Besuch.
So. Ja, wir müssen eigentlich auch da hoch, wo er jetzt gerade steht. Aber bevor wir da ganz schnell hoch uns machen werden müssen, versuche ich ihn erstmal noch ein bisschen weiter weg zu locken, weil es auch Sachen zu dem Sammeln hier drinne gibt. Allerdings gerade da, wo er jetzt ist, da können wir raus, über in das diesem Raum gibt es nämlich eigentlich Gegenstände. Utensilien. Und ich bin jetzt einfach mal wagemutig und versuche irgendwie nicht ihn zu treffen. Oder ihn zumindest wegzulocken. Ja, das hat gut funktioniert. Muss ich natürlich da irgendwie nicht im Klo gelandet. Wollte ich denn ins Klo? Bin selbst mir nicht so sicher, ob ich hier rein wollte. Also ja, ich wollte hier rein und wer Glück hat, würde hier auch Scheren oder Messerteile finden. Das Glück hatte ich jetzt leider nicht. Jetzt muss ich nur gucken, wo dieses verdammte Klickervieh ist. Gut. Wir rennen jetzt einfach mal um. Dann ist er uns egal. Yay! Yeah. Er kommt uns ja nicht hinterher. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Kleiner Hosenscheißer. Dann los. So, dann machen wir uns weiter. Moment. Machen wir hier mal ein bisschen Platz. Es kommt auch gleich wieder ein Stück totaler Spaß. Klicker und Wanner in einem Raum. Bitte die Damen. Okay, komm. So, Joe, musst du jetzt noch rüber? Die Treppe ist dicht. Goldstone Building, genau. So hieß das Ding. Ich vergaß. So, jetzt müssen wir nach außen lang. Schauen. Was? Machst du Witze? So. Finde ich immer wieder sehr beeindruckend. Ach. Da ist aber wieder der Vollmond. Es ist immer Vollmond. Da hinten ist das Gewitter, was sich ja schon angebahnt hat. Als wir mit Marleen unterwegs waren. Tja, ansonsten würde ich mal sagen, es geht relativ tief runter. Also relativ. Oh je. Überleben würde man es nicht, aber darum geht es auch gar nicht. So, sind wir wieder im trockenen, sicheren Hafen, sind wir wieder drinnen, sind auf Etage, ich weiß es nicht welche, 4 oder 5. Dann gucken wir mal hier weiter. Weiter. So. Was mit unserem Freund hier? Das ist der Revolver. Revolver ist natürlich cool. Der ist ein bisschen stärker als die Pistole. Also haben wir jetzt die Option. Oder erfahren jetzt hier gerade, wie wir Waffen wechseln können. Nee. Entschuldigung, ich mach's gerade hier wieder total falsch.
Ja, diese Technik ist übrigens nichts, wenn man wirklich im Kampf ist und es eilig hat. Weil es dann eine Weile dauert. So. Da unten stehen diverse Wanna oder Stalker. Sind es Wanna? Es sind, glaube ich, Wanna. Und Klicker rum, die mir das Leben etwas schwer machen wollen. Und ich muss hier dummerweise alle ausschalten, damit ich hier mit den beiden Mädels vorwärts komme. Ja, mal gucken, ob ich das auf Anhieb schaffe. Wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich muss da durch, so oder so. So.